Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat... Planlos, unentschlossen, widersprüchlich... Sollte jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt... Willst du mal versuchen, nochmal zu erklären, weil eigentlich... Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast-Nachschlag... Es ist schon bereits die 20. Ausgabe und wir sitzen heute mal wieder komplett in dieser Runde. Und falls der eine oder die andere uns noch nicht kennt. Max Aschenbach. Meint Herr Lichti. Ich bin immer der MSW Martin Schulte-Wissermann. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer übrig bleibt. Wer bleibt denn noch übrig, Lichti? Ich weiß nicht, der Lichti, glaube Max Aschenbach halt. und mein Name ist Michael Schmelig, ja. Wir wollen über die gestrige Stadtratssitzung sprechen. Vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, das ist ja mittlerweile üblich, was wir alles nicht besprochen haben, respektive was alles wieder mal nicht dran gekommen ist. Das ist ja meistens eine längere Liste als das, was wir am Ende im Stadtrat erörtern und auch am Ende beschließen. Zum Beispiel, wir wollten Aufsichtsräte besetzen. Ach ja, die Aufsichtsräte. Ja, aber Micha, wir haben eigentlich im Vorgeratung gesagt, wir wollen dazu, können dazu jetzt noch nicht allzu viel sagen. Also vielleicht so viel, es gab einen AfD-Antrag, dem stimmen wir ja normalerweise nie zu. Die wollten also ein paar Leute austauschen in Aufsichtsräten. Es gab einen Antrag der sogenannten Freien Wähler. Die haben ja den Hanich rausgeschmissen, das habt ihr vielleicht mitbekommen, da wollten die jetzt umbesetzen. Und ich glaube, so viel kann man sagen. Das hat uns sehr erstaunt, weil die große Koalition, also CDU, Linke, Grüne, die SPD ist ja jetzt raus, die waren der Meinung, dass man das ablehnen müsste. Ja? Also es aus war taktischen so, Erwägungen, deshalb, weil nämlich die Neubesetzung nach der neuen Kommunalwahlrecht praktisch eine andere Verteilung ergeben. Jetzt beschleunigst du. Ich wollte vorher noch mal bei dem Fakt verweilen, dass also die große Koalition der rechtsradikalen AfD verwehren möchte, dass sie ihre Leute zurückzieht. Also kann man auch anders sehen. Ja. Ja. Also wir haben es länger diskutiert, auch in der Fraktion. Wir sind eigentlich der Auffassung, dass ja die Aufsichtsräte ihre Fraktionen dort vertreten. Also muss es eigentlich auch das Recht jeder Fraktion sein, seine Leute auszutauschen oder zurückzuziehen. Aber es kam nicht dazu. Da gab es noch ganz viele Hintergründe, aber die können wir euch erst nächstes Mal berichten. Ja, vielleicht kommt es dann beim nächsten Mal dran. Ebenfalls ein Thema, welches im Vorfeld ja für Aufregung sorgte, nämlich die Stellvertretung des Oberbürgermeisters. Auch die kam nicht dran, aber nicht deshalb, weil sie nicht dran kam, sondern weil der Oberbürgermeister gesagt hat, na doch, lieber nicht. Ja, du guckst mich jetzt wieder an. Also ich meine, dazu kann man eigentlich nur sagen, der Oberbürgermeister in seiner neuen Hilbertschen Art, vorneweg, alle vom Kopf stoßen und danach wieder Schwanz einziehen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also das ist ja mittlerweile irgendwo so diese Hobbelprozession à la Hilbert. Also es ist einfach unprofessionell. Also ich muss natürlich vorher mit den Fraktionen das Gespräch suchen, muss versuchen, Einigungen auszuloten. Aber einfach immer, weißt du, vorneweg und dann zurück. Und das tut der Stadt nicht gut. Naja, es hat ja auch diese Verfahrensweise von unseres Oberbürgermeisters hat ja am Ende auch die SZ dazu veranlasst, einen bösen Kommentar gestern zu schreiben. Ja, also die SZ hat aus meiner Sicht, denke ich, zu Recht darauf hingewiesen, dass Dirk Hilbert nach seiner Wiederwahl ja mal gestartet ist und gesagt hat, es muss alles besser werden. Die Leute müssen sich besser verstehen. Ich muss besser mit dem Stadtrat zusammenarbeiten, der Stadtrat muss besser mit mir zusammenarbeiten. Und deswegen ist die Idee, wir einigen uns auf die großen Themen. Da hat er dann ein Papier gemacht, das hat er aus dem Urlaub einfach mal hier reingeschleudert. Da waren natürlich ganz viele Spitzen dabei. Ja, jetzt haben wir dieses Beigeordneten-Debakel gehabt. Und seitdem ward davon nichts mehr gehört. Und das finde ich eigentlich der Punkt. Ja? Also er macht große Ankündigungen und dann verfolgt er selber seine eigenen Ankündigungen nicht weiter. Also das ist einfach unseriös. Das ist Dirk Hilbert. Was ist das? Das ist Dirk Hilbert, genau so ist es. Ja.
Ebenfalls nicht herangekommen ist die Verkleinerung der Ausschüsse. Ein entsprechender Antrag liegt schon seit Monaten vor. Sitzt man dabei lieber aus. Ebenfalls nicht herangekommen ist, aber durch eher eine kleine Dummheit, diese Geschichte mit Bahnhof Mitte, wenn ich das recht sehe. Ach ja, das ist auch noch eine Petitesse, die hat mich nur persönlich geärgert. Es gibt eine Planung, Bahnhof Mitte aufwerten, insbesondere will da die Bahn die Bahnbögen aufmachen, Kneipe, bla, also gute Sache. Und die Stadt hat gesagt, okay, wir springen drauf, wir finanzieren noch zusätzliche Radabstellplätze, auch eine gute Sache, kostet glaube ich 150.000 Euro. Also eigentlich eine Sache, die man schnell durchwinkt, damit es endlich losgeht. Nein, es kommt ein Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, es möge geprüft werden, Prüfauftrag, ob denn dort nicht in der Umgebung auf freiwilliger Basis, wahrscheinlich in der Domäne, Toiletten irgendwie angeboten werden könnten. Sorry, das ist normales Geschäft. Das ist der Ortsamtleiter Bart, hat es in der Neustadt schon vor 10 Jahren gemacht. Das macht er auch selbstständig in der Altstadt. Und deswegen frage ich für so einen Bella Figura-Antrag, da diesen Beschluss zu verzögern, habe ich kein Verständnis. Also ja. Zur Erklärung, es hätte ohne Debatte beschlossen werden können. Dadurch, dass es aber diesen relativ sinnfreien Ergänzungsantrag gab, ist es auf die normale Tagesordnung gekommen und dann hinten runtergefallen. Und niemand ist auf die Idee gekommen, es rechtzeitig vorzuziehen. Es wäre auch schnell gegangen, aber so müssen wir jetzt noch mal 3 Wochen warten. Sehr ärgerlich. Gut, also wir könnten sicherlich die Liste noch ein bisschen verlängern. Tun wir jetzt aber nicht. Wir haben ein paar Sachen ja geschafft. Wir haben jetzt auch eine neue Ausschreibung für den nicht besetzten Bürgermeisterposten für Wirtschaft, Sicherheit und Digitales und was alles, sonst noch übrig alles, was sonst noch übrig geblieben ist. Wir haben uns in dieser Frage ja noch nicht besonders engagiert, aber du hast zu dem Thema ja mal im Stadtrat ganz kurz gesagt. Also ich meine, es ist offensichtlich, wir haben oft genug drüber geredet, dieses Referat ist zusammengestellt worden für Herrn Kaden. Es hat keinerlei innere Schlüssigkeit, diesen Geschäftsbereich so zu schneiden, wie er jetzt vorgeschlagen wird. Jetzt soll genau dazu eine Ausschreibung erfolgen, aber Herr Kaden hat noch gar nicht gesagt, ob er überhaupt noch mal antritt. Das heißt, wenn Herr Kaden sich entscheidet, was ich absolut nachvollziehen kann, weil seine eigene Fraktion hat ihn ja, sag ich mal, gemeuchelt, hat ihn nicht gewählt. Die bestreiten das natürlich, aber es ist meine Überzeugung, dass es so war. Wenn der jetzt sich entscheidet, ich kandidiere nicht mehr, dann müssen wir die Ausschreibung neu machen, weil die ist ja genau für Herrn Kaden. Also formal muss man sie nicht neu machen, aber der politische Sinn ist, dass sie auf Herrn Kaden passt. Also ich sage mal so ein weiteres Beispiel, wie ad hoc mäßig und wie unüberlegt diese große Koalition und dieser Oberbürgermeister hantieren. Ja, die Professionalität dieses Stadtrats könnte Podcasts füllen. aber jetzt mal zum Thema. Aber ich würde jetzt gerne doch zur vermeintlich aktuellsten aller Stunden überleiten. Wir werden noch in der nächsten Stadtratssitzung zig Anträge zu dem Thema Bäder in Dresden haben. Nein, in Klotsche. Nein, Bäder in Dresden ist ja nicht nur Gegenstand dieser Anträge. Aber jetzt hatten wir eine Aktuelle Stunde. Martin, und du hast da, glaube ich, ein paar ganz interessante Aspekte mal formuliert. Ja, ich glaube, es war auch nicht die schlechteste Rede, die ich hier gehalten habe. Es geht darum, dass der Stadtrat schon zigfach beschlossen hat, dass in Klotsche ein Ersatzneubau für die alte Schwimmhalle kommt. Wir haben da schon das Grundstück, es steht in allen möglichen Stadtentwicklungskonzepten, es steht im Bäderkonzept. Es war schon beschlossen und jetzt hat die Bäder GmbH ziemlich ad hoc, und wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen, dass das hätte besser kommuniziert werden können, hat gesagt, nee, wir bauen jetzt nicht in 23, vielleicht später, aber jetzt erstmal haben wir kein Geld. So, und ich habe da gesagt, erstens, das hat die Bäder GmbH ganz richtig gemacht, weil die GmbH, der Geschäftsführer, muss natürlich gucken, dass das Unternehmen nicht insolvent geht oder nicht zahlungsfähig ist. Ja? Also wenn zu wenig Geld da ist, kann man nicht bauen. So, alle anderen haben mehr oder weniger gesagt, das ist ein Skandal, das hätte das Bauengebiet böse Bäder GmbH, man hat den OB beschimpft, man hat alles Mögliche beschimpft. Allerdings hat man halt einfach vergessen, bei all diesem Wunsch, dass man gerne schwimmen möchte und neue Schwimmhallen haben möchte, dass neue Schwimmhallen halt A, Geld kosten, wenn man sie baut, und B, wenn man sie betreibt. So, und da habe ich dann darauf hingewiesen, und wir haben ja auch einen Antrag in die Richtung, dass der Stadtrat, also die Koalition aus Linke, SPD, Grüne und CDU und FDP,
im Dezember in den Haushaltsverhandlungen einen riesengroßen Geldbatzen, den wir als Stadt einnehmen können, weggeworfen hat. Einfach gesagt, das machen wir nicht jetzt, machen wir nicht in Zukunft. Und das ist die Ausweitung von Parkgebühren, die Ausweitung von Anwohnerparkzonen. Da sind nämlich ungefähr Größenordnung 20 Millionen pro Jahr locker zu finden. So. Und ich habe dann vorgeschlagen, dass man doch diesen Weg geht. Von mir aus kann man die Bäder GmbH auch wieder in die Stadt eingliedern. Dann bliebe nämlich von dem Geld, was die TWD hat, also die Sachsenenergie quasi, die bezahlt ja momentan Teile von der DVB und den Bädern. Wenn die Bäder jetzt in städtischer Hand wären, weil wir sie anders finanzieren können, mit einer Finanzierungsquelle, die vollkommen legitim ist, die uns die Bundesregierung geschenkt hat und die Landesregierung, wenn wir das machten, hätten wir auch mehr Geld, 16 Millionen für die DVB, dann könnten wir bessere Löhne zahlen, dann könnten wir Takt verdichten, dann könnten wir modernere Fahrzeuge machen, können wir auf jeden Fall die DVB zur zentralen Mobilitätsdienstleisterin weiterentwickeln, das, was wir machen wollen. Das war jetzt ein bisschen lang, aber das ungefähr war die aktuelle Stunde. Und ich fand, ihr könnt es ja bestätigen oder falsifizieren, niemand sonst hat, sage ich mal, das Thema von der Seite aufgezäumt. Man muss es aber dann aufzäumen, weil fordern, ohne zu sagen, wo das Geld herkommt, ist, wie habe ich gesagt, willfähriger Unwille. Dummer Populismus. So. Ja. Dummer Populismus. Gut, aber der ist ja Teilen des Stadtrates ohnehin sehr zu eigen. Ja, also ja. Ganz bevor es dann losging, hatten wir auch mit einem Eilantrag der Linken zu tun, die sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt, darf der Stadtrat eigentlich in Gänze zur Bundesgarten schon machen? Ja, ist ein anderes Thema. Alles Bullshit ja. Im Grunde genommen. Was aber, mich noch sehr erhört hat zur aktuellen Stunde, würde ich schon sagen, dass die aktuelle Stunde den wunderschönen Titel hatte, Irritationen auflösen. Ich stimmt. Und genau. Nach der aktuellen Stunde... Wenn man nichts weiß, wusste man auf jeden Fall viel weniger. Ja, das hat mir gut gefallen. Nein, es war doch im Grunde eine Nulldebatte. Die war ärgerlich. Mhm. Weil alle haben sich hingestellt, wir stehen zur Schwimmhalle in Klotzsche. Da muss als ob das, das umstritten da ja wäre und als ob das das Problem wäre. Ich finde das gut, ja? Wenn man die ungewaschenen Klotzscher am Geruch hat. Ja, erkennt. Das ist jetzt, das finde ich nicht gut. Ich finde, alle Dresdner haben das Recht auf gleiche Sauberkeit, aber... okay, aber jetzt lass uns mal ernsthaft wieder... Nee, ich bin ernsthaft. Ich will Martin eigentlich recht geben, weil, was mich geärgert hat bei dieser aktuellen Debatte, alle haben so getan, als ob es jetzt genügt, sich hinzustellen und zu schwören, ich bin auch für die Schwimmhalle in Klotzsche. Das ist überhaupt nicht das Problem. Keine politische Kraft, keine Fraktion bestreitet, dass dieses Ding gebaut werden muss. Hast du auch nochmal ausdrücklich gesagt. So. Aber die Frage ist doch, wie machen wir es denn? Und wenn die Bäderbetriebe kein Geld haben, dann haben sie halt kein Geld. Dann muss man nachschießen oder man muss eine andere. So, dazu haben wir nichts gehört. Und dazu hat der liebe Martin als einziger einen Vorschlag gemacht. Genau. Und da haben alle natürlich betretenst zu Boden. Ist auch keiner drauf eingegangen. Aber ich meine, weil ich weiß nicht, ob das jetzt Lob oder nicht ist, aber Herr Donhauser als Vertreter der Verwaltung, ich glaube, der ist gerade Sportbürgermeister auch, irgendwie ganz komisch, hat also sich ausdrücklich auf Martin berufen, gesagt, ja, wie Dr. Schulte-Wissermann zu Recht gesagt hat, bla 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 bla. Und ich habe ja gesehen, wie der OB hinter dir abgefeiert hat. Also der hat die ganze Zeit nur ganz heftig genickt. Zumal dahinter sich ja nun wirklich hinter diesem Vorschlag ja tatsächlich ein ganz großes kommunalpolitisches Streitthema verbirgt, mhm. Welches auch noch mal zu einem anderen Punkt, nämlich als wir über das sogenannte Insekt, da kann ich gleich mal erklären, was es überhaupt ist, debattiert haben, nämlich genau dieses Thema Parkgebühren. Also da kann man wirklich sagen, haben wir eine Frontstellung im Stadtrat, wo man sagen kann, Dissidenten gegen den Rest der Welt. Ja. Wir wollten in dieses Insekt, wer erklärt denn mal was? Ich erkläre, was das Insekt ist. Das Insekt, das sogenannte integrierte Stadtentwicklungskonzept für bis 2035, ist eine Notwendigkeit, die das Bundesministerium vorgibt, damit es Fördergelder gibt. Also schreibt die Verwaltung aus allen Bereichen der Stadtentwicklung, Sport, Kultur, Bau, alles, rein, was sie am liebsten, wofür sie am liebsten Fördergelder hätte. Und, Na, formal, wie die Stadt entwickelt werden soll, so planerisch. Genau, und also werden 250 Seiten vollgeschrieben, damit es Fördergelder geben kann. Oder die Wahrscheinlichkeit steigt. Das ist das Grundding. Ja. Die Beteiligung des Stadtrats daran ist meist eher gering. Außer
teilweise. Und jetzt kommt ihr zurück zu eurem Lieblingsthema. Ja, Parken, wie geil ist das denn? Die 198. Ja, in dem Insekten, der Max hat es ja gesagt, was drin steht, hat eine viel höhere Chance, dass man Fördergelder bekommt, als was nicht drin steht. In dem Insekten sind jetzt im Ausschuss alle, aber wirklich alle Referenzen zu Anwohnerparken, Parkpreiserhöhung, Smart City, Parkmanagement, Parkraummanagement und so. All das ist rausgefallen. Das heißt, wenn es jetzt... Rausgestrichen worden. Auf Intervention worden. Eines Herrn mit dem Nachnamen Würz. Das, bitte schön. Du warst im Ausschuss, ja? Dann, genau. Und das ist jetzt ausgesprochen ärgerlich. Und ich bin mal gespannt, ob der Hilbert das jetzt wirklich auch so stehen lässt. Denn wenn jetzt zum Beispiel, und das ist abzusehen, also es gibt es ja schon, ja, Fördergelder für zum Beispiel ein ja, interaktives Parkraummanagement, ja. Hebamme hat irgend so ein Teil im Auto und sieht dann, aha, da ist ein Parkplatz, der ist frei für mich und da kann ich jetzt hinfahren und da kann ich dann meine Arbeit besser machen. Ist ja auch etwas, was alle eigentlich immer fordern. So, dann kriegen wir jetzt höchstwahrscheinlich oder wir kriegen mit größerer Wahrscheinlichkeit jetzt keine Fördergelder dann dafür. Und das ist ausgesprochen ärgerlich. Und insbesondere ist es ärgerlich, ich meine, dass dann sozusagen der rechte Block, dass die dann Parkgebühren ganz grundsätzlich ablehnen. Das habe ich ja bisher begriffen. Ich verstehe es nicht, aber ich habe begriffen, dass sie es ablehnen. Aber es hätte halt eine linksstrukturelle Mehrheit gegeben. Aber da wirklich alle von der Fraktion Die Linke gegen unseren Antrag gestimmt haben, alle. Und während der Rede von Würz hat da hinten die AfD und so rumgefeixt und hat geklatscht und gejohlt. Deswegen ist also jetzt aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept ist jegliche Referenz zu Parkraummanagement rausgeflogen. Sehr ärgerlich. Ich will es nochmal zuspitzen. Es ist das Baby eines einzelnen Herrn namens Thilo Würz, der die Bau- und Verkehrspolitik bei der sogenannten Linken, ich sage bewusst sogenannte Linke, bestimmt. Es war sein Anliegen, das im Bauausschuss rauszustreichen. Und er hat gestern eine Grundsatzrede übelster Art gegen Parkgebühren gemacht. Und darauf müssen wir noch mal ein Stück weit eingehen, lieber Martin. Ja? Ja. Er hat wieder, ja, was hat er gemacht? Er hat diese sozial schwachen Karte, hast du, glaube ich, geschrieben. Ja, also erzähl, ne? Ja, er sagt halt immer, es gibt Leute, die gerade so sich ein Auto leisten und die können und die aber aufs Auto angewiesen sind. Da wird dann immer die gehbehinderte Oma genannt oder so. Und deswegen ist jegliche Parkraumbewirtschaftung asozial, sagt er. Genau. So. Und ich bin auf mehrere von der Linken... Er hat sich sogar verstiegen, sorry. Er hat sich sogar verstiegen gesagt. Ja, also wir haben ja dann immer, da machen wir dann schöne Radwege, da machen wir dann schön viel Grün und dann steigen die Preise. Dann kommt Gentrifizierung und dann werden die armen Leute dann irgendwie... Und jetzt nehmen wir denen noch das Auto weg, indem wir dort die Parkgebühren erhöhen. Also in diesem Zusammenhang hat der Herr Würz das gestellt. Und das ist... Genau. Mehr als ärgerlich. Also so, er stellt das muss immer, ich beherrschen. Ja? Er stellt das immer in diesen Zusammenhang. Und wie gesagt, ich bin schon auf mehrere von der Linken zugegangen. Ich habe es auch mehrfach schon im Stadtrat gesagt. Wir können diese Problematik gerne differenziert betrachten. Ja. Und selbst in dem Vorschlag vom Oberbürgermeister Hilbert damals seinerzeit ist ja auch eine gestaffelte Bepreisung drin. Also wer zum Beispiel einen Dresdenpass hat, zahlt weniger oder nichts oder so. Ja. Und nicht. Wer jetzt zum Beispiel einen Dresdenpass, nix. Wer dann einen 5,50 Meter langen SUV hat, der zahlt dann halt mehr. So, darüber kann man ja reden, aber sozusagen darüber ist mit dem Kollegen nicht zu reden. So, gut, aber wir können es ja, wir können es an der Person festmachen, müssen aber feststellen, im Zweifelsfall machen alle mit. Das ist ja das Tragische. Also für mich ist Würz einfach jenseits von Gut und Böse, gut. Um es vorsichtig zu sagen. Ja, also, aber, eine Sache noch, es ist natürlich, wir hatten eben das mit den Bädern, da war der Bezug zu dem Geld, was Parken ist, aber wir haben natürlich auch eine Verkehrswende, die wir machen wollen. Natürlich. Das heißt, da gibt es das schöne Wortgruppe, beispielsweise. Eine schöne Wortgruppe, differenzierte Push- und Pull-Faktoren. Mhm. Und wenn ich jetzt in Innenstadt oder Stadt, Kernstadt nähe, wenn ich da jetzt Anwohnerparken und Parkgebühren mache, dann ist das natürlich ein differenzierter Push-Faktor für das Auto, weil mehr Leute werden dann animiert. Jeder kennt das selber, ja. Man fährt in die Stadt doch lieber eigentlich mit der Bahn. Es ist ein Autoförderprogramm, kannst du sagen. Es ist ein Autoförderprogramm. Autos, Blechmüll in der Innenstadt abzustellen. Punkt.
ich sag's mal so hart, undifferenziert. So wie es jetzt beschlossen wurde, ja. So wie es jetzt beschlossen wurde. Eigentlich, wir haben damit, ich wollte nur darauf hinweisen, außer dem Geld, haben wir ein ganz entscheidendes Mittel verloren jetzt im INSEC, um die Verkehrswende voranzutreiben. So. Und das ist ausgesprochen ärgerlich durch eine Fraktion, die durch die Neustadt rennt und Car is Over Sticker verteilt. Ja, das, also wir haben jetzt gerade über die Unkultur in diesem Stadtrat gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über die Clubkultur. Die war ja gestern auch ein ganz wichtiges Thema gewesen. Die Clubkultur. Also die SPD hat einen wunderschönen Antrag gemacht mit dem Titel Dresden für junge Menschen attraktiver machen, Clubkultur retten. Also nicht für mich. Nee, für junge Menschen attraktiv. Ich bin ein alter Mensch. Die Alten kommen ja eh hierher, heißt es. Ach so. Nee, da habe ich gehört von, da hab ich von Herrn Hecht gehört, dass, so, dass auch so ein 70-Jähriger sich in irgendeinem Club umtreiben würde. Okay. Ich war übrigens nicht gemeint. Aha. Oh. Und in diesem Antrag steht drin, dass die Clubs mal gezählt werden sollen und dass sie in, das, in den Kulturentwicklungsplan aufgenommen werden sollen und in noch irgendein anderes bedeutungsloses Zählwerk. Aha. Gerettet ist dadurch natürlich nichts, denn die, dem, was Clubs ausgesetzt sind, sind schlicht Verdrängung und zu hohe Mieten. Die ja, zum Zählen. Warum haben wir das jetzt diskutiert? Daran nichts. Warum haben wir das jetzt diskutiert? Warum reden wir darüber? Ja, eben. Frag ich dich. Ja, ich weiß es nicht. Also, du bist der Kulturexperte. Ich bin der Kulturexperte. Ja. Wir reden darüber wegen der Lächerlichkeit des Antrags. Okay, also nur wegen des Antrags. Rettung durch Zählen. Rettung durch Zählen. Das amüsiert mich. Und, nee, jetzt mal ernsthaft. Also weitere. Kam da jetzt wirklich nicht mehr? Nein, da kam nicht mehr. Es gibt nicht mehr. Gibt nicht, das war die Rettung. Also jetzt und sind die Frage gerettet. Ist, wenn man Clubs retten wollte, ist die Frage, wie? Ja. Dann natürlich, wenn, dann entweder kann man sagen, naja, Miete ist ein Problem, also buttern wir einfach Geld rein, wo man auch sagen muss, es gibt schon institutionelle Förderung für Clubs. Also einfach mehr Geld. Gut. Oder alternativ Räume schaffen, wo die keine Miete bezahlen müssen. Also da habe ich ja mal früher Freiraumkonzept mal vorgeschlagen, hat bis jetzt keiner aufgegriffen. Ich bin schon wieder ruhig. Also ich würde auch mal sagen, es ist schon fast zu viel der Ehre, wenn wir diesem Antrag, der mehr dazu, mehr sagen, dem Ziele diente, zu sagen, wir kümmern uns drum und wir sind toll, als wirklich Inhalte dort vermittelt wurden. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt haben wir da einen Haken dran gemacht und es wird der Haken auch bleiben, vermute ich einfach. Aber eigentlich ist es doch ärgerlich. Jetzt lass mich den Satz nochmal sagen. Also ist ein wichtiges Thema. So, da kommt, wird ein Antrag gestellt, alle sind dafür und wir haben nichts gewonnen. Also ich sage es einfach nur mal so, Michael, ich werbe ja eigentlich dafür hier in der Fraktion, dass wir solche Anträge in Zukunft einfach ablehnen. Also solche Anträge, die, sage ich mal, gut gemeint sind, die nicht schaden, die aber auch null bringen. Warum lehnen wir die nicht einfach konsequent ab? Ich meine, wir haben jetzt wieder zugestimmt, weil wir gesagt haben, ja natürlich, wir sind auch für Clubkultur. Nee. Und wenn wir jetzt ablehnen, dann sind wir die Bösen. Nee, also ich habe das anders gesehen, sondern die organisierten Clubs in Dresden sind ja dafür. Das finde ich das Tragische, dass leider die Interessenverbände oder die sich bildenden Interessengruppen, gerade aus dieser Kreativwirtschaft, dass die sich darauf verstiegen haben, dass ihnen geholfen wäre dadurch, dass sie in solchen Zählwerken auftauchen. Und da machen wir dann mit. Das ist auch kein Dresdner Phänomen, das ist in Berlin findet das Gleiche statt. Das ist eine verstiegene, ein Irrtum, dass man... Ich bin schon ruhig, Michael, aber das ist doch im Grunde Leuteverarschung. Also man symbolisiert den Leuten, wir machen was für euch, aber faktisch macht man gar nichts. Ja. Und ich das Tragische ist, dass sie das selber wollen. Aber ich könnte auch eine andere Position vertreten und könnte auch sagen, eine Kultur, die gemeinhin als Subkultur gilt und eigentlich in der offiziellen Kultursprache, insbesondere auch in einer Stadt wie Dresden, wo Hochkultur ja immer noch eine ganz besondere Rolle hat, einfach nicht Erwähnung findet, ist es auch ein Fortschritt, zu gucken, dass Clubkultur als Teil unserer Kulturlandschaft überhaupt wahrgenommen wird. Ich könnte dies auch positiv formulieren.
Sage aber, dann hätte ich mir schon vorgestellt, dass es ein bisschen konkreter wird und nicht in diesem allgemeinen Blabla bleibt. Aber gut, wir zählen jetzt und dann kann man auf uns zählen. Also von daher. Es ist auch am Ende das Gleiche wie mit den Bädern. Ja. Alle sagen toll, 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 aber keiner sagt, wo Geld herkommt, wie das denn umorganisiert werden soll, was denn. Also tatsächliche Lösungen oder irgendwas finden nicht statt. Alles Populismus. Auch bei einem weiteren Thema ging es ums Geld. Immer. Genau gesagt um 1,5 Millionen. Wir hatten, also immer wenn Dynamo draufsteht, dann gehen die Wogen hoch, das ist logisch. Aber eigentlich, Max, gibt es relativ wenig Grund bei dem Thema, Emotionen so hoch zu spielen. Es ging um die um den Stadionzuschuss. Die Betriebskostenbeihilfe für das Stadion. Dafür einmal kurz die Hintergründe. Der Stadtrat hat vor vielen Jahren 2006 entschieden, dass dieses für Dynamo eigentlich zu große und zu teure Stadion gebaut wird. Der Verein könnte sich das so nicht leisten. Deswegen wurde ein Vertragskonstrukt mit dem Stadionbetreiber, eine Firma, die solche Buden hochzieht und dann betreibt, geschlossen, dass wenn Dynamo in der dritten Liga ist, jährlich, wie viel, 750.000? Oder ich dritte Liga 1,5 Millionen. 1,5 Millionen Zuschuss kommt, weil Dynamo sonst schlicht dieses riesige Stadion, wozu sich der Stadtrat entscheiden hat, nicht bezahlen kann. Und diese Verträge gelten. Und deswegen muss aber immer wieder bestätigt werden, dass man das so macht. Jedes wir müssen bestätigen, nach dem EU-Beihilferecht wird das so verpflichtet. Ja. Und nun geht jedes Mal eine Debatte los, dass Dynamo zu gierig ist, dass, dass der andere Sport hinten runterfällt. Und man kann ganz viel kritisieren, aber niemand rührt ja wirklich daran. So, also man könnte fragen, kann man nicht nochmal Verträge neu verhandeln, zumindest probieren oder sowas, aber das macht keiner. So, es wird nur geschäumt und in einem Rahmen, in dem man sich gar nicht bewegen kann, so getan, als könnte man zappeln. So. Ja, also dieser Versuch ist im Übrigen unternommen worden, mal zu schauen, ob diese Verträge eventuell auch noch veränderbar sind. Aber das Ergebnis, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile 5 oder 6 Jahre her. Das hat Blümel noch als SPD gemacht. Exakt so ist es. Der Punkt war am Ende ganz klar der, bis 2039 sind wir eigentlich an diese Konstruktion gebunden. Und ob denn jetzt dann, wenn die Grünen jetzt beantragen, nee, es sollte eine 500.000 weggenommen werden und dafür eine andere Sportförderung, das sind alles populistische Klimmzüge, um hier sozusagen Bella Figura zu machen. Übrigens dann auch noch von Fraktionen, die haushaltstragende Fraktionen gewesen sind, die dann einen Monat, nachdem sie den Haushalt beschlossen haben, feststellen, die Sportförderung hat zu wenig Geld. Warum haben sie es denn da nicht reingestellt? Also es ist wirklich populistischer Mist, sage ich mal in aller Deutlichkeit. Deshalb haben wir uns an dieser Stelle, glaube ich, auch ganz konsequent verhalten und gesagt, also komm, wir können über vieles diskutieren, aber das ist ein Punkt, Vereinbarungen und Zusagen müssen eingehalten werden. Wir müssen auch eine gewisse Verlässlichkeit an den Tag legen. Und ich will aber trotzdem noch mal was sagen. Also vielleicht ein bisschen weiter gucken. Also zuerst möchte ich noch mal sagen, der Geschäftsführer Herr Wehland von Dynamo war da. Ich habe seine Rede als außerordentlich wohltuend, sachlich und kompetent empfunden. Will ich ausdrücklich noch mal sagen. Zum Zweiten muss man sich ja die politische Frage stellen, warum kommt es denn regelmäßig hoch? Und der Hintergrund ist natürlich der, dass es in dieser Stadt erhebliche Unwohlsein bezüglich Dynamo gibt. Aus zwei Gründen. Nämlich einmal kriegen die nicht zu viel Geld gegenüber anderen Vereinen und gegenüber dem Breitensport. Das ist immer die eine Debatte, die im Untergrund steht. Mhm. Und das zweite, wie benehmen sich denn die sogenannten Fans von Dynamo in Deutschland und sonst wo und so weiter und so weiter. So, und das sind ja, ich sag mal, relevante Themen. Jetzt können wir natürlich zu Recht sagen, du hast es gesagt, ja, das sind relevante Themen, aber bitte nicht in dem Zusammenhang. Aber in dem Zusammenhang kommt es halt immer hoch. Aber ich will einfach sagen, es gibt diese beiden Themen. Ja? Natürlich. So, und es ist natürlich unsachlich, das hier zu verknüpfen. Aber es ist ein ungelöstes Prozessjahr. Und ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, guckt es euch an. Thomas Löser von den Grünen hat aus meiner Sicht eine hervorragende Rede dazu gehalten, weil da sozusagen so eine Stimmung dann im Stadtrat war, die bösen Grünen sind gegen Dynamo und irgendwie und da. Und
Ja, so, so. Und dann hat er noch einmal richtig, also man hat gemerkt, er war angefasst und hat noch mal berichtet, wie er mal im Regionalexpress von Dresden nach Bayreuth gefahren ist und was er dort über die Fans erlebt haben, wie die dann den Zug zerlegt haben, wie die Leute bedroht haben, wie die rassistisch irgendwie agiert haben und so weiter und so weiter. Und sorry, ich habe sowas auch schon mal erlebt. Und jeder, der irgendwie mal öfters mal mit dem Zug Richtung Bayern im Regionalexpress fährt, wenn irgendwie Dynamo-Spiel ist oder in eine andere Himmelsrichtung, der weiß das. Gut. Und es, nee, Michael, lass mich das nochmal sagen. Und man hat schon den Eindruck, der Verein macht viel. Aber es ist irgendwie, es wird in dieser Stadt jahrelang, jahrzehntelang einfach faktisch hingenommen. Ich habe den Eindruck, es wird hingenommen. So, und jetzt mache ich nochmal einen Punkt. Wir haben diese Klimakleberdebatte. Wenn ich mir dort diese Hetze angucke, ja, so und so weiter und so weiter, überhaupt nicht vergleichbar. Da, aber da bricht die Welt zusammen, wenn da ein paar Leute sich immer früh auf die Straße kleben. Gut. Und diese übelsten Randalen, die dort seit Jahren faktisch regelmäßig stattfinden. Also ich finde, ich sag's das noch Problem mal, ist da. Ja, aber ja, ich sage ja nochmal, es hat mit dem Thema, das war jetzt habe ich dir doch zugestanden, nichts zu tun. Es war mir und wichtig, ich sage es mal zu sagen. Auch, ja? Ich sage auch mal was anderes. Ja, ich bin früher sehr regelmäßig von Göttingen nach Hamburg zu meinem Club St. Pauli gefahren. Schön, und was da in den Zügen los gewesen ist, möchte ich nicht berichten. Von Pauli-Fans? Ja, natürlich. Ernsthaft? Also von Göttinger. Pauli. Man kann auch von links richtig Randale machen und saufen und irgendwie Blödsinn machen. Ja, aber an der richtigen Stelle, nicht in der Bahn. Gut, ich will das jetzt nur noch mal sagen. Also hier wird auch manchmal ein bisschen pobers formuliert, aber nevertheless. Ich möchte noch einen Satz dazu sagen, weil ich habe das ja trotzdem abgelehnt, trotzdem ich dir völlig genau, teile. Du hast dagegen gestimmt. Und zwar aus folgendem Grund, dass ich wirklich ganz grundsätzlich dieses ganze Sportsystem, was darauf beruht, dass man Erfolg durch Geld hat, ablehne. Und besonders dadurch, und also insbesondere ablehne, dass ich nicht finde, dass die öffentliche Hand diesem System folgen sollte. Also Dynamo hat es im Sportausschuss auch so erklärt, die haben gesagt, naja, damit wir dauerhaft in der zweiten Liga spielen können, brauchen wir 30 Millionen im Jahr. Punkt. So. Das kann man gucken, welche Vereine, wie viel haben die, wie lange bleiben die, die haben so und so viel Budget. Und so funktioniert sportlich. Ja, dann sollen sie es verdienen. Und das ist was, das lehne ich ab, das aus der öffentlichen Hand das kapitalistische Schweinesystem zu fördern. Also Max, ganz klar, dein antikapitalistischer Ansatz wird sich wahrscheinlich im Profisport nicht durchsetzen lassen. Aber ich glaube, die Fahne dafür zu schwenken lohnt sich immer. Du hast ja auch andere Fahnen geschwenkt. Und wir haben ja jetzt gestern ja auch noch mal die Sonntagsöffnungszeiten entschieden. Und da haben wir entschieden zum Beispiel, dass wir jetzt doch keine Sonntagsöffnungszeiten zur BRN haben in der Neustadt, weil wir keine BRN haben, oder? Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Das genau. ist ganz falsch rübergekommen. Der Oberbürgermeister und der Stadtrat sind den Plänen der Partei Die Partei gefolgt, dieses Jahr eine nicht kommerzielle, gar entkommerzialisierte BRN stattfinden zu lassen und hat deswegen diesen verkaufsoffenen Sonntag gestrichen. Das heißt jetzt Koalition Hilberts Partei. Ja, die ist jetzt die neue Kraft in Dresden. Hm? Wir sind uns einig. Also man sieht tatsächlich, dass antikapitalistische Ansätze, wie diese Sportgeschichte, sich durchsetzen lassen, offensichtlich. Ja? Dick Glückwunsch, sorgt, Max. Dick sorgt für Überraschung. Wie weit sind eigentlich die Planungen? Also wann geht's los? Die Planungen. Wir haben einen unterhaltsamen Brief der Stadt bekommen. Wo die Anforderungen beschrieben wurden, die einfach nicht dem entsprechen, was wir machen. Und wir haben gestern Abend auch nochmal mit dem Kühn geredet. Wir treten jetzt in Verhandlungen, in denen wir schreiben derzeit an dem Konzept, an dem was, wie machen wir das und was bedeutet das. Wie ist es denn mit dem Sicherheitskonzept der Lieblingsagentur von Herrn Hilbert, Herr Schröder, also sein Wahlkampffinanzier? Das weiß ich nicht, welches. Die musst du ja einhalten. Das ist ja irgendwie mal vor 10 Jahren gemacht worden. Ja, Sicherheitskonzepte. Genau. Wir werden am Ende jetzt nicht das Thema BRN, aber du hast gerade eine Bemerkung gemacht, weil wir jetzt eigentlich schon, haben wir bis im Stadtrat gar nicht geschafft, aber du hast ja eine Bemerkung gemacht, ihr habt einen netten Brief der Stadt bekommen. Und da würde ich dann ganz gerne doch nochmal auch auf einen ganz netten Brief der Stadt eingehen wollen. Martin, die sich mit unserer Transparenzsatzungsantrag beschäftigen. Das ist jetzt noch nicht im Stadtrat, das wird kommen, aber es gibt da eine wildeste Ablehnung der Landeshauptstadt, unserem Ansinnen, Transparenz auch in einer Satzung als Recht festzuschreiben.
Ja, das ist eigentlich lustig, würde der Max jetzt sagen. Unsere liebe Landesregierung, wer ist da gerade drin? CDU, Grüne und SPD. Ja, war ein großer Erfolg der Grünen. So, hat ein Transparenzgesetz gemacht, welches es erlaubt, dass Kommunen ab einer gewissen Größe, und Dresden ist groß, sich zur transparenzpflichtigen Stelle erklären. Und dass die Kommunen dann eine Satzung erlassen können, wo dann die Transparenz-Dinge, die man also als Normalmensch so erfahren kann, indem man halt die Stadt fragt, indem das aufgeschrieben ist. Und der Johannes hat ja auch dann im Antrag geschrieben, es soll eine Positivliste geben von Dingen, die also zu dem wo Thema... Also ganz genau, dass man einfach nachgucken kann, ja, da kriege ich aus, da kriege ich Auskunft und so weiter, damit es irgendwie auch klargestellt ist. Der Punkt ist... Unportal. Unsere Landesregierung, und Portal natürlich, unsere Landesregierung hat den Kommunen dieses Recht gegeben. Wir haben einen Antrag gemacht, jo, wir möchten gerne eine transparenzpflichtige Stelle werden und wir möchten eine Satzung bitte aufgeschrieben haben. Naja, und die Verwaltung schreibt jetzt, wir lehnen diesen Antrag ab. Ja, das kann die Verwaltung schreiben, was sie will, aber die kann nicht den Antrag ablehnen. Der Antrag das wird der Stadtrat. Ja, es ist eigentlich eine Anmaßung, ja, das zu schreiben. Und dann führen sie an, dass der Verfassungsschutz würde da Bedenken sehen und Chinesen kommen und Aliens und alles Mögliche. Also ich kann euch da wirklich nur empfehlen, guckt euch mal diese Stellungnahme der Landeshauptstadt auf unserer Homepage an. Genau. Das also, ist wirklich, also es ist eine Lachpille. Es ist ungeheuerlich. Also man kann drüber lachen, man muss drüber lachen. Aber es zeigt, sage ich mal, diesen Ungeist, diesen autoritären Ungeist des 19. Jahrhunderts oder der SED-Diktatur. Ja, oder der Preußen. Oder, na, die Preußen waren da noch vergleichsweise offen, muss ich jetzt mal so sagen. Oder keine geschichtlichen Diskurse, also, nee, bitte. Aber es ist eigentlich unglaublich. Also es zeigt einfach, die Verwaltung hat bis heute in der Stadt Dresden nicht verstanden, dass sie für die Bürgerinnen und Bürger da ist und für die arbeitet. Und die schreiben nur, ja, das ist für uns, schreiben die wirklich, es ist zu viel Arbeit. Ja. Das wollen wir nicht. Und im Übrigen ist der Verfassungsschutz dagegen. Absurd. Nicht dagegen, sondern wir haben Hinweise vom Verfassungsschutz gesehen, dass man möglichst wenig Informationen freigeben soll, weil sonst könnten ja böse andere sozusagen das aufgreifen. Aber das so. Sozusagen... Nee, das ist dem, absurd. Das also ist die Geschichte bleibt spannend. Das kommt jetzt bald in die Gremien, dann auch in den Stadtrat. Parallel dazu gibt es in Leipzig genauso Beef um die Transparenz. Genau, da könnt ihr mal von der LIS lesen. Da gibt es viele Beiträge, also Leipziger Internetzeitung. Ja, Thomas Köhler da. Ja. Und das ist eine spannende Sache. Also das müssen wir jetzt mal auskämpfen, weil Transparenz ist keine Lachplatte, sondern einfach notwendig, damit wir Menschen wissen, was in der Stadt los ist und damit halt ja insbesondere irgendwelche Seilschaften und komische Dinge, damit die auch ans Licht kommen. Gut, so. Okay, wir kommen zum Ende. Also ihr könnt übrigens das auch mal nachlesen in unserem Zentralorgan, die Dissidenz, die ich jetzt nochmal hochgehoben habe. Und bevor wir uns jetzt hier in aller Freundlichkeit verabschieden, hast du noch einen Werbeblock. Ja, ganz kurz nur. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, es gab ja diesen Prozess Alter Leipziger Bahnhof. Der ist jetzt zu einem gewissen Abschluss gekommen. Ich habe auch, glaube ich, in diesem Zentralorgan da einen lesenswerten Bericht dazu geschrieben. Lange Rede, kurzer Sinn. Am 15. März findet um 17 Uhr leider per Zoom eine öffentliche Infoveranstaltung zu den Ergebnissen Begleitprozess Alter Leipziger Bahnhof statt. Ich nehme an, dass das nochmal irgendwie auf der Homepage der Stadt irgendwie mit dem Zoom-Link irgendwie verteilt wird. Ansonsten werden wir das sicher auch machen. Also guckt dort rein. Wir haben 10 Jahre lang, 15 Jahre lang gekämpft, dass es dort eine gute, allgemeinverträgliche, ökologische Entwicklung von Wohnen, Kultur, etc. gibt. Es sieht aus meiner Sicht gut aus, aber es ist, sage ich mal, politisch umstritten. Müssen wir nochmal drüber reden, aber lasst euch da informieren. Ich finde es ein wichtiger Termin. Gut, vielen Dank. Wir haben spätestens auch dann wieder einen gemeinsamen Termin, nämlich nach der nächsten Stadtratssitzung, die Ende dieses Monats stattfinden wird. Ende März schon wieder, ja. Ja, genau. Bis dahin aber wünschen wir viel Vergnügen mit diesem Podcast, hoffen, dass es auch den einen oder die andere gibt, die ihn weiterempfiehlt. Ja. Ich würde mal sagen, ich würde noch gern mein Lieblingszitat der gestrigen Stadtratssitzung vortragen. Ah, der, nee, das ist nicht jugendfrei. Der sehr potente Thorsten Nitsche von den Freien Wählern rechts rief kurz vor Schluss: Wir wollen 6 Millionen fix.
Da hat sich ganz schön was vorgenommen. Ja. Nee, ist kein Witz, hat er gesagt. Ja, das hat anders gemeint, glaube ich. Wirklich so gesagt. Das Schwierige ist, glaube ich, dass man das CK und das X in der Aussprache nicht so richtig unterscheiden kann. Genau. So ist das. Ja, eindeutig mit CK gesprochen. Vielleicht wird das Lieblingszitat auch in unsere nächste Ausgabe unter den Bildern des Stadtrats schaffen. Genau. Ja, bis dahin aber. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.